Mein Vater war ein überzeugter Kommunist gewesen. Sehr überzeugt, ja. Aber er war, sagen wir mal, nicht Mitläufer wie viele. Er war schon bei Hitler im Untergrund gewesen, ja. Und es wäre uns beinahe auch mal passiert, wenn Sie es genau wissen wollen. Wir haben am Görlitz in Kreuzberg gewohnt, in Oranienstraße, wo die Hochbahn da fährt. Und da haben wir als Kinder, dann war ja, da gab es ja nicht so Kindergärten wie heute, Straßen gespielt und so. Und unter uns hat dann eine Frau gewohnt mit ihrer Tochter, die war gleich alt, ne, und als Kinder habe ich die immer an der Zeppe gezogen. Und dann hat die Frau gesagt zu meinem Vater, wenn ihr Sohn meine Frau noch mal an der Zeppe sieht, dann wir wissen doch Bescheid, sie wissen doch Bescheid dafür. Nicht? Die hat doch mal was gehört, dass mein Vater kommunistisch ein so. Und da hat er zu ihr gesagt, das sind Kinder, die spielen bloß. Und da hat die gesagt, sie Kommunisten schwören, sind sie mal ganz ruhig. Ja, das war dann schon hochgefährlich. Ja, und 3 Wochen später hat er einen Einberufungsbefehl gekriegt und musste nach Strasbourg, 14 Tage Ausbildung und dann ging es ab nach Russland. Ist er noch gut dabei weggekommen. Wir hätten noch alle in KZ landen können.